So, wir sind wieder zurück. Jetzt sind wir etwas verspätet, weil ich gestern nicht zum Aufnehmen kam und heute erstmal wieder bis, ich weiß nicht, sehr lange jedenfalls weg war. Also auf jeden Fall über 18 Uhr hinaus. Deswegen hat sich das jetzt alles ein bisschen verzögert. Ja, hier sind wir auf jeden Fall jetzt dann doch etwas später mit der Folge. Ich weiß nicht, ob ich das, wie ich das genau mit der Illusions-Folge für morgen sie auch noch aufnehmen. Das wird ja auch noch ein Spaß. Ich war hier am Bauen, ne? Warum habe ich denn hier nicht weitergebaut, sag mal? Hier ist irgendwas hat mich, glaube ich, gekämpft oder so. Und ich sehe gerade der Drache. Ja, was ist denn passiert eigentlich in letzter Zeit? Das weiß ich ja überhaupt nicht. Ist überhaupt was passiert jetzt groß, worüber man hier erzählen muss? Ich glaube tatsächlich nicht. Außer, dass ich halt keine Zeit hatte, um groß aufzunehmen. Was halt einfach an, weil ich halt privat keine Zeit hatte, lag. Das ist jetzt nicht so ein spektakulärer Grund irgendwie. Ich weiß nicht, was ihr da vielleicht erwarten könntet. Naja. Hier Schnellstapel mal und dann brauche ich habe noch Fackeln, genau. Fackeln, die nehme ich mal mit. Und dann brauche ich eine Tischl. Dann nehme ich doch mal, haben wir nicht irgendwo Holz noch? Dann mache ich doch mal wieder einen Holztisch. Müssen hier nicht also ein spektakuläres Ding haben. Danimo der Tavernen wird es angekommen. Na Mensch, da freu ich mir aber. Und der wohnt jetzt, glaube ich, wie es aussieht, wieder. Genau, der wohnt auch gleich in der Taverne. Das ist doch genau so, wie ich es haben will. Hier unten wohnt immer noch keiner. Die wurden ja irgendwie alle umgebracht. Das ist traurig, aber was willst du machen? So, ich mache mal Holztisch. Ich mache mal Stuhl. Und richte das mal ein und dann gucken wir mal, wer denn hier einziehen wird. So, naja, erstmal muss natürlich in den anderen Behausungen hier, das ist geeignet, das ist geeignet und das ist geeignet. Irgendwie sieht das hier, ich weiß nicht, ob das so aussieht, dass das irgendwie schmaler ist als die anderen. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Sicher sein kann ich mir da nicht. Wahrscheinlich kommt es mir nur so vor, aber egal. Wie waren das? Eins, erstmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Ist das, glaube ich, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Ja, müsste so sein. So müsste es, glaube ich. Und da steht das Ding natürlich jetzt im Weg. Das ist hier ganz, ganz blöd. Dann stellen wir den halt irgendwie hier aufs Dach einfach. Diesen Eternia-Schrein-Dingsda-Bumsda-Bla. Alpha der Cyborg. Also, wenn jetzt nicht plötzlich Sir Cyborg hier auftaucht, da würde ich mich schon wundern. Wenn der hier in dem Spiel vorkäme, einfach. Aber das halte ich für eher unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Weil ich glaube, so ein Sir Cyborg, den gibt es eher selten. Vielleicht irre ich mich da aber auch. Das müsst ihr natürlich entscheiden. Da kommt ja eh einer hin. So, ich brauche wieder Ziegel, also graue Ziegel. Und dann klatsche ich doch mal hier so ein paar Räume noch rein. So, auf der Seite auch. Der Alpha ist da oben unterwegs. Ich brauche eine Stone-Tür, die ich nicht setzen kann, weil da noch einer fehlt. Aber jetzt sollte ich ja bekanntlich. Ja, jetzt kann ich sie setzen. Da bin ich doch
Hallo. So. Wollen wir auch hier auch mal Fackeln reinmachen und dann würde ich sagen, nehmen wir hier einfach mal unsere Wehrspange und unseren Ofen. Machen wir eigentlich nur einen normalen Schmelzofen, sag mal. Das ist ja eigentlich ein Unding. So, das kommt hier einfach mal rein. Und, ach so, jetzt muss ich ja natürlich auch dahin gehen und einen Stuhl brauchen wir noch. Kommt hier einfach mal hier so ein random Stuhl einfach ins Zimmer. Da freue ich mich doch. Haben wir denn irgendwo einen richtigen Ofen, so einen Höllenofen mal? Sehe nicht so billig unterwegs sind in einem Schmelzofen. Das kann man nun wirklich nicht anbieten. Mechanisches Batteriestück. Ne, das brauche ich nicht. Mechanisches Wagenstück, mechanisches Radstück. Was kann ich denn damit machen, sag mal, mit den mechanischen Stücken? Wie Sie sehen Sie nicht sehr viel, was man damit machen kann. Anubis, der Legend Scribe, ist auch da. Ach Mensch, der Anubis. Alter, der hat aber ganz schön viel Leben, ne? Alle anderen so 250 und der hat einfach 160.000 Leben, der Anubis. Ah ja, hier erzählt irgendwas ein Drachen. Die fliegende Insel im Osten erschrecken mich. Sie sind einfach nur da. Ich denke, da gibt es Häuser oben, aber ich will da nicht hochgehen. Der Vulkan im Inferno wird ziemlich aktiv in der Nacht aus irgendeinem Grund. Am Tag sieht er ziemlich gelassen aus. Vielleicht solltest du mal durchgehen, wenn du die Enkava aus Hydra-Klauen gemacht hast. Sie sehen nicht aus, als würden sie von der Asche irgendwie groß hier... Moment, eine 10 Karat Karotte? Summons den Pouncing Punisher. Oh. Ja, das ist ja schön, dass wir den einfach hier so den Boss beschworen haben. Ja. Ah. Ah. Dann machen wir den Boss halt so platt. Durch Blöcke kann der nicht gehen, der Raja Rabbit, oder? Hoffe ich einfach mal. Also diese kleinen Hasen kommen durch Blöcke durch, unglücklicherweise, aber der selber... Da bin ich natürlich überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Aber egal, dann machen wir einfach mal so einen Boss platt. Au. Macht ihn platt, den Raja Rabbit. Seinen Helikopterhasen, die hier ganz gefährlich sind. So, der kann was erleben, dieser Hase. Der schreit nur. Ich mache dich platt. Und du wirst mich nicht platt machen, hoffe ich. Au. So, er hat noch 1000 Leben. Ja! Der Raja Rabbit wurde platt gemacht. Und wir haben einen Treasure Bag.
Bane of the Bunny, Alter! Ich glaube, das ist ja eher in die Richtung geht das hier. Alter, das finde ich neu. Mal einfach 300 Nahkampfschaden. Das ist krass. Also ich weiß nicht, welche Waffe brauche ich dann am ehesten nicht so. Eventuell so, na gut, die Vortex war hier den Schneeding, den habe ich eh schon länger nicht mehr benutzt. Dann nehme ich das doch einfach statt dem. Weil das Ding ist ja jetzt eher so eine Fern-, also so nicht wirklich Fernwaffe, aber eine Werfwaffe ist es, die auf nahe Distanz geworfen wird. Das ist mal eine coole Waffe, muss ich schon sagen. Häschenbanner haben wir auch. Das kommt da hin. Was haben wir da? Larkus Rajas Rabbit, Flash of Vengeance. Klingt eigentlich auch nett. Was brauche ich denn nicht so als ausgerüstet? Weiß ich nicht. Ich glaube, die brauche ich. Was? Erhöht die Stärke von freundlichen Bienen. Ja, komm. Da ist mir das doch noch lieber. Huch. Gibt mir das irgendwie einen Flugbonus, das Ding? Weil ich kann jetzt deutlich weiter fliegen. Lol. Ist das von dem Ding Grants Auto Jump? Immunity Fall Damage. Increased Jump Height and Speed. Krass. Dann kann ich jetzt einfach quasi fliegen. Mit dem Ding, da freue ich mich doch. Ich meine, hier oben sieht man nicht wirklich viel. So, ich sollte vielleicht aufpassen, dass ich nicht über den Säulen am Ende rauskomme. Sondern, dass ich hier... Was ist das da? Was will ich haben? Air Essence. Ja, dann können wir jetzt einfach hier quasi unbegrenzt fliegen mit dem Auto-Jump. Da muss ich schon sagen. Eine Goldmünze. Ich falle schneller als die Schwerkraft. Das ist immer ganz besonders, wenn man schneller als die Schwerkraft fällt, ne? Das passiert so häufig. Also das passiert mir auch in der echten Welt ständig. Da bin ich auch schneller als die Schwerkraft. Muss ich sagen, ja. Was laber ich hier? Hier einmal fliegen wir jetzt mal da. Ist so eine Himmelsinsel. Das hat uns ja der Anubis hat uns ja darauf hingewiesen. Huch. Achso, das ist auch so ein Speer einfach. Mit Rechtsklick. Machen wir hier oben nochmal Licht, dann kann man nämlich auch, kann ja auch prinzipiell jemand einziehen, glaube ich. Ich meine, das müsste ja alles sein, dass man hier Licht anbringt. Ja, diese Behausung ist geeignet. Ein leuchtend roter Ballon, das ist schön. Dann haben wir jetzt hier so eine Himmelsinsel quasi bewohnbar gemacht. Das ist doch die Hauptsache. Und sonst haben wir jetzt hier quasi die ultimative Waffe einfach mal. Das ist schon krass. Die einfach 300 Damage macht. Kann man die Bane of the Bunny, kann man die noch irgendwie nachschmieden, dass sie dann noch besser wird?
Das fände ich nämlich, wenn das geht, dann fände ich das ziemlich cool. Muss ich doch sagen. Aber so. Nun gut.